Zum ersten Mal trafen die beiden Liechtensteinerinnen Stefanie Vogt und Katinka von Deichmann in einem Tennis-Ernstkampf aufeinander. Dieses Finale löste ein enormes Zuschauerinteresse aus, auf das die Verantwortlichen reagierten und in der Nacht auf Samstag zusätzliche Tribünen aufstellten, die auch voll besetzt waren. Zusätzliche Zuschauertribünen und mehrere Vertreter des Fürstenhauses, die Interesse zeigten. Ein Teil der LeeGames 2011. Zum Tennis. Stets wurde erwartet, dass Stefanie Vogt das Turnier gewinnt und diese Erwartungen erfüllte sie. Druck verspürte sie vor dem Finale jedoch keinen mehr. Jetzt im Finale ist kein Druck gesehen. Also wir sind ja jetzt Liechtensteinerinnen. Klar wollte ich wirklich gut spielen, um zu sagen, was ich kann, weil ich eigentlich sonst nie eine Chance habe. Aber jetzt habe ich es einfach genossen. Also, vor allem im zweiten Satz. Im ersten Satz bin ich so nervös gewesen. Also, man hat es wahrscheinlich auch gesagt. Es war wirklich nicht gut gewesen, hat mich ein bisschen genervt. Aber im zweiten Satz habe ich dann wirklich meine Ruhe gefunden und so können geniessen. Stefanie Vogt hat also die in sie gesetzten Erwartungen erfüllt, die Aufgabe mit Bravour erledigt. Aber auch die Verliererin des Finals, Katinka von Deichmann, war zufrieden. Ja, also ich habe wirklich aus dem besten Tennis gespielt heute und ich bin glücklich mit der Silbermedaille. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich denke, im ersten Satz war es so ausgeglichen. Ein bisschen ärgerlich ist natürlich das Game, wo ich 4-3 vorne war. Das 5-3 hätte ich machen müssen, das ist so ein bisschen entscheidend. Aber ich bin glücklich, ich habe super gespielt und ich kann sehr zufrieden sein mit dem Match. Während auf Vogt doch ein gewisser Druck lastete, verspürte von Deichmann nichts dergleichen. Absolut gar keinen Druck gehabt. Ich bin nicht Favoritin gewesen, ich bin eingegangen ins Spiel, bin locker gewesen, bin motiviert gewesen, hatte Spass gehabt und also Druck ist gerne vorhanden gewesen. Auch wenn sie den Final verloren hat, von Deichmann sprach von einer perfekten Woche. Zusammen mit Vogt Gold im Doppel und gegen Vogt im Einzelfinal, das sei nicht zu überbieten. Ja, also besser geht's gar nicht. Also im Doppel haben wir schon das Ziel gehabt, Gold. Im Einzel haben wir das Ziel gehabt, ja, Final gegen Steffi haben wir erreicht. Und da ist jetzt wirklich die bessere Kunde und das ist ganz klar Steffi Hüchse. Im Doppel miteinander zu Gold, im Einzel gezwungenermaßen Gegnerinnen. Stefanie Vogt und Katinka von Deichmann.